Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr ein Schalterrätsel im RPG Maker MV erstellen könnt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das mit einem Schalter machen könnt oder eben ein Rätsel mit mehreren Schaltern. Viel Spaß beim Tutorial! Als erstes erstellen wir eine neue Map, nennen sie Höhle 1 und ich nehme das Teilset Kerker, um eine kleine Höhle zu erstellen. Wenn die Map fertig ist, klicken wir auf ein Ereignisfeld, dort wo wir die Türe hinstellen wollen, suchen eine passende Türgrafik aus und dann benennen wir das Event in Türe um. Erstellen danach eine neue Ereignisseite mit einem Schalter, die wir Türe offen nennen. Wir kopieren noch kurz die ganze Map, um einen zweiten Raum zu erstellen, zu dem der Player gelangt, nachdem wir die Türe benutzt haben. Benennen diese Map dann Höhle 2 und löschen das Türereignis. Jetzt kehren wir wieder zu der ersten Map zurück und klicken doppelt auf die Türe. Gehen dort zur zweiten Seite und setzen dort ein Spielerübertragen zur zweiten Map und klicken auf OK. Jetzt platzieren wir ein zweites Ereignis für den Schalter. Suchen eine Grafik für den Schalter aus, klicken auf OK und erstellen gleich wieder eine neue Seite im Event. Dort suchen wir dann die Grafik aus, wenn der Schalter gedrückt worden ist. Noch kurz einen Haken bei Selbstschalter A an, dann kehren wir wieder zur ersten Seite zurück. Wir klicken doppelt auf die leere Zeile und wählen Bewegungsroute festlegen aus. Dort geben wir dann links, rechts, dann nach oben drehen ein. Dazwischen fügen wir noch ein 5 Frames Warten ein. Wir wählen noch oben links auf dieses Event anwenden aus und klicken auf OK. Diese Bewegungsroute kopieren wir jetzt und fügen sie gleich darunter ein. Wir markieren die zweite Bewegungsroute und wenden sie diesmal auf die Türe an. Am Ende schalten wir noch den Schalter Türe offen auf an und klicken auf OK. In den Bewegungsrouten werden jetzt noch ganz am Anfang die Soundeffekte eingefügt. Für die erste Bewegungsroute einen Schalter-Soundeffekt und für die Türe einen Tür-Soundeffekt. Am Ende klicken wir nochmal auf die leere Zeile ganz nach unten und wählen Selbstschalter A und stellen ihn auf an. Jetzt noch ein kurzer Testlauf, ob alles geklappt hat. Das war das Ganze mit einem Schalter. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze mit mehreren Schaltern funktioniert. Viel Spaß dabei! Wir gehen als erstes zu unserer ersten Map und kopieren die Türe zu unserer zweiten Map. Entfernen dort dann noch den Haken bei Türe offen Schalter und machen bei Variable einen Haken. Erstellen dann die Variable Schalter an und geben hier einen Wert von 3 ein. Je nachdem wie viele Schalter ihr machen wollt, könnt ihr den Wert ändern. In meinem Beispiel habe ich 3 Schalter. Wenn ihr mehr haben wollt, erhöht einfach den Wert bei 4 Schaltern auf 4, bei 5 Schaltern auf 5 und so weiter. Wir übernehmen das Ganze und klicken auf OK. Jetzt kopieren wir den Schalter von unserer ersten Map zur zweiten Map. Klicken dort doppelt auf den Schalter. Klicken dann doppelt auf die zweite Bewegungsroute, gehen dann auf Variable ändern und wählen die gerade erstellte Variable aus und wählen bei Operator hinzufügen aus und geben einen Wert von 1 ein. Dann klicken wir unter der Variable doppelt in die leere Zeile und wählen eine bedingte Abzweigung aus. Dort wählen wir wieder die gleiche Variable und wählen bei Konstante 3 aus. Somit braucht ihr genau 3 Schalter, um die Türe zu öffnen. Jetzt schneiden wir die Bewegungsroute für die Türe in die bedingte Abzweigung. Löschen in der Bewegungsroute noch kurz den Tab und klicken auf OK. Den Schalter kopieren wir jetzt zweimal, sodass wir insgesamt 3 haben. Und jetzt wird das Ganze getestet. Die Türe öffnet sich jetzt erst, wenn der Player alle 3 Schalter betätigt hat. Ihr könnt zum Beispiel die Schalter in einer größeren Dungeon in 3 verschiedenen Plätzen verteilen. So, das war's jetzt mit dem Tutorial. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues gelernt. Wenn ihr noch mehr Bock habt auf Tutorials, checkt mal die Endcard, da sind noch mehr Tutorials verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommentiert das Video. Bis dahin, tschüssikowski!